Herzlich und willkommen bei Meyers TV 84. Mein Name ist Stefan. Heute geht es weiter im Bereich Konzession, Rettungsdienst und Krankentransport, spezifisch das Rettungsdienstgesetz. Genau werde ich nicht darauf großartig eingehen können, weil es einfach zu großläufig ist. Ich kann nur sagen, dass meine Nase gerade juckt. Meine Güte. Das in verschiedene Bereiche eingeteilt ist: einmal ein allgemeines. Organisation und Durchführung, Rettungsdienst mit Krankenkraftwagen und Notarzteinsatzfahrzeugen, Rettungsdienst mit Luft- und Wasserfahrzeugen, Finanzierung des Rettungsdienstes, Übergang und Schlussvorschriften. Ja, das war's. In jedem Bereich sind ungefähr so 3-4 Kapitel. Angefangen geht es mit den allgemeinen, mit dem Anwendungsbereich. Im Anwendungsbereich, also im Allgemeinen ist der Anwendungsbereich drin. Und da ist immer mit drin enthalten, das Rettungsdienstgesetz regelt den im Land Berlin den Rettungsdienst und umfasst die Notfallrettung und den Krankentransport. Kategorien. Dies gilt allerdings nicht bei Sanitätsdienst der Polizei und Bundesangelegenheiten, Unternehmer, deren Betriebssitz außerhalb von Berlin ist, was sind, Beförderung mit Fahrzeugen von Krankenhaus innerhalb des Betriebsgeländes und Patienten ohne Transportschein mit dem Vermerk TSW, KTW, RTW oder ohne Dauertransportschein. Weil sonst gibt es kein Geld von der Krankenkasse. Weiter geht es mit dem Bereich Aufgaben des Rettungsdienstes im Allgemeinen. Der Rettungsdienst stellt die schnellstmögliche und fachgerechte Versorgung der Bevölkerung und der Notfallrettung sicher. Gut. Die Aufgabe der Notfallrettung ist, das Leben und die Gesundheit der Patienten und Notfallpatienten zu erhalten, die Transportfähigkeit aufrechtzuerhalten und sie fachgerecht zu betreuen. Notfallpatienten sind Patienten, die sich in einer lebensbedrohlichen Situation befinden oder leicht in eine lebensbedrohliche Situation verschlechtern können, sofern keine medizinische Versorgung gegeben wird. Die Aufgabe des Krankentransportes, jetzt zum Beispiel beim Krankentransport, ist es, Patienten Hilfe zu leisten mit fachgerechter Betreuung und fachgerechter medizinischer Versorgung. Denn, das ist ganz wichtig, denn die Notfallrettung und der Krankentransport werden organisatorisch voneinander getrennt wahrgenommen und die Notfallrettung hat gegenüber dem Krankentransport immer Vorrang. Genehmigungspflicht im Allgemeinen. Die Konzession ist über die jeweilige Behörde des Landes genehmigungspflichtig. Die Unternehmer im Rettungsdienst, also der Unternehmer im Rettungsdienst, hat den Betrieb in eigenen Namen unter eigener Verantwortung und auf eigene Rechnung zu führen. Von der Genehmigung der Notfallrettung und des Krankentransportes sind ausgeschlossen Kategorien durch Hoheitsträger in Wahrnehmung eigener Aufgaben oder durch Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz und im Sanitätsdienst. Die Genehmigungsfreiheit entbindet allerdings nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen dieses Gesetzes. Das ist ganz wichtig. Zum Datenschutz im Allgemeinen. Im Rettungsdienstgesetz sowie im Krankentransport dürfen Patientendaten verwendet werden, sofern sie, wieder Kategorien, für den Auftrag und nur im Zeitraum des Auftrags relevant sind, für die medizinische Versorgung, für die Benachrichtigung der Angehörigen, für die Abrechnung des Einsatzes über die Krankenkasse, für staatliche Zwecke zur Überprüfung der Identität, falls irgendein Verbrechen begangen wurde. Im Falle einer Straftat können diese Patientendaten den Behörden übergeben werden zur Strafverfolgung, aber auch nur mit dem jeweiligen Beschluss. Andere gesetzliche Vorschriften zur Verarbeitung
personenbezogener Daten, insbesondere das allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz,